Vor einem Monat habe ich den super woken LGBTQ-Kindergarten, der in diesen Sekunden hier in Berlin gebaut wird, sagen wir mal, besucht. Meine Kollegen sind da oben, sie können da oben auch gucken. Dürfen wir nach oben gehen? Ja, wir können. Genial, ey, danke schön, das ist ja echt legendär. Exklusive Einblicke in den ersten schwulen Kindergarten. Huch. Im Anschluss erzählten mir verschiedene Passanten, was sie von diesem ersten schwul-lesbischen Kindergarten der Welt denn so halten. Da habe ich schon mit anderen drüber gesprochen, die haben mir das ja nicht geglaubt. Und es ist unglaublich, was hier passiert. Ich stellte mehrere Zeitungsartikel vor, die aufzeigen, wie klein Kinderschutz in Deutschland tatsächlich geschrieben wird. Also Rüdiger Lautmann, der damals eben mit in der Diskussion rund um, hey, Pädophilie vielleicht straffrei machen, also im Sinne von Vergewaltigung von Kindern. Helmut Kentler ließ Kinder und Jugendliche von Jugendämtern an Pädosexuelle vermitteln. Ja, das ist natürlich schrecklich. Harter Tobak. So kämpften Grüne jahrelang für freien Kindersex. Ja, und jetzt sitzen die Grünen in der Regierung und wir haben immer mehr solche Projekte. Es ist irgendwie alles sehr interessant, was diese ganzen Zufälle angeht. Und lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem das Video auf jeglicher Plattform viral ging, wurde es wegen angeblicher Hasssprache von YouTube gelöscht. Das durfte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und so wendete ich mich über Instagram an euch. Warum wende ich mich jetzt aber an euch? Ich könnte ja auch einfach ein paar Tage abwarten und dann weitermachen wie bisher. Mich an die neue Zeit gewöhnen und solche willkürlichen Sperrungen als gegeben hinnehmen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Wieder schauen, reingehauen, ne? Oder aber Joachim Steinhöfel, der Anwalt, der bisher mehrfach erfolgreich YouTuber vor Gericht verteidigt hat, und ich werden gegen diese Intervention vorgehen. Für diesen Zweck kannst du, sofern es dir möglich ist, ab jetzt über den Crowdfunding-Link in der Videobeschreibung deinen Beitrag dazu leisten, Ketzer der Neuzeit am Leben zu behalten. Durch eure nicht mit Worten zu beschreibende Unterstützung erreichten wir das Crowdfunding-Ziel für die anfallenden Anwaltskosten innerhalb von 16 Stunden. Ich war gerade mit meinem Praktikanten Liam essen und da bekam ich die entscheidende Nachricht von Steinhöfel. YouTube nahm den kanalgefährdenden Strike zurück und schaltete das zu Unrecht gesperrte Video wieder frei. Dieser Erfolg zeigt, dass wir keineswegs chancenlos im Kampf um die Meinungsfreiheit sind. Und diesen Erfolg habe ich euch zu verdanken. Vielen, vielen lieben Dank. Werte wie Kinderschutz und Meinungsfreiheit oder im Neusprech auch liebevoll Rechtspopulismus und Volksverhetzung genannt, dürfen nicht verloren gehen. Unter diesem Motto rief die Jugend der AfD zu einem Protest gegen diese Kita auf und das Spektakel habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich persönlich unterstütze keine Partei, weil ich einfach kein Fan von dieser Scheindemokratie bin und dennoch hat die AfD natürlich vollkommen recht, wenn sie zu einem Gegenprotest gegen diese LGBTQ-Kita aufruft. Apropos Gegenprotest, den gab es natürlich auch. Achso, ja, aber ich geh, bin ja, Mann. Wohin denn? Geh! Weg von hier! Aber weg von meiner Haustür! Weg, Haustür? Ach, das sehe ich. Ja, okay, das ist relativ augenscheinlich. Ja, gut. Aber das ist nur die normale Regenbogenflagge, die haben nicht die Transgender-Flagge mit drin. Ne? Ah ja, okay, aber das ist auch die einzige. Das finde ich von der Quote her ein bisschen schwierig. Und wo Woke unbewusst für die NWO auf die Straße gehen, da ist natürlich auch dieser Dr. Seuch nicht fern. Ich habe diesen Laden in Auftrag gegeben. Und freue mich darüber, dass meine Schreihälse da sind, die mein Projekt verteidigen. Ich habe da noch ganz andere Sachen vor. Da geht es weniger um das Thema LGBTQ oder Pädophilie. Da machen wir ganz andere Experimente noch. Und deswegen bin ich gerade da und ich bin sehr zufrieden. Ja. Wie ist es mit Ihren Kindern? Wo sind die im Kindergarten? Na, ich habe keine Kinder. Das ist. Aber Sie wollen einen Kindergarten also eröffnen? Das ist. Ja, natürlich. Irgendwo. Das ist ja mein persönliches Experimentierfeld. Also natürlich will ich Kinder. Selbst gar keine Kinder? Das ist doch irgendwie. Ja, braucht man Kinder, um einen Kindergarten zu eröffnen? Das braucht man an sich nicht, würde ich behaupten. Ich meine, Angela Merkel ist ja auch eine Mutti für die Regierung, aber hat keine eigenen. Ich meine, Also Angela hat es auch da absolut richtig gemacht. Alles sehr familiär hier. Familie darf man nicht sagen. Also ist ja ein bisschen. Nee, aber das ist doch unsolidarisch, was hier passiert. Hör mal her. So, das Mindeste nach dem Kentler-Experiment hier in Berlin muss man doch weitermachen. Guck mal, da oben bin ich lang gelaufen. Und jetzt sind wir hier. Started at the bottom, now here. Und jetzt müssen wir auch den Weg freimachen, ja. Die Veranstaltung ist ja... Okay. Beim nächsten Mal machen wir hier eine große Veranstaltung, wo dann aber wirklich mal ein paar hundert Leute mehr sind. Das ist wohl das Mindeste. Aber es ist schwer natürlich hier in Berlin irgendwo Präsenz für Kinderschutz zu zeigen. Also Menschen wie Carsten Stahl, Bielecht, die wissen, was ich damit meine. Ja, aber wohin sollen wir denn? Aber wohin denn? Sollten wir mehr Pädophile in Kindergärten haben? Also das war ein Nein. Das wäre doch ein gemeinsamer Nenner. Ich finde das gar nicht schon. Ich will gar nicht darüber diskutieren. Ich finde das voll scheiße. Muss die Hand aufgeben. Sehr gut. Ey, sehen wir uns, wenn hier eine Demonstration wäre von den verschiedensten Menschen, die sagen, hey, Sexualisierung hat nichts im Kindergarten zu tun, wärst du dabei? Ja. Dann sehen wir uns. Hau rein. Bis dann, ja, ciao.
Wir haben das Potenzial hier zu zeigen, dass wir keine Lust auf Kindergärten haben, wo es primär darum geht, die Kinder weiter früh sexualisieren und das mittlerweile auch offiziell. Dementsprechend war es nicht das letzte Mal, dass wir hier sind. Meine Freunde Michelle, Selina und Aria hatten an diesem Tag aber anscheinend noch nicht genug Solidarität und Regenbogenflaggen abbekommen. Bin ihr mit Selina? Ja. Ich bin Selina und ich lebe in Berlin und bin... ja, einfach nur da. Die neue Kollektion Embrace Tradition ist unser Symbol, das du ab jetzt mit Stolz auf der Brust tragen kannst, um dich gegen die allzeit präsente Regenbogenpropaganda modern, aber mit Würde und Stil stellen kannst. Genau, mach mir meine Gedanken. Bin schon seit es angefangen hat, März 2020. Kommt hin. Ja, schon da war ich irgendwie perplex, was auf der Welt passiert, vor allem Rosa-Luxemburg-Platz, als da Menschen verhaftet wurden, die einfach nur ein Grundgesetz hochgehalten haben. Wir waren gerade schon auf der Demo, es hat nicht so gut funktioniert, wir wurden direkt wieder vom Platz geschickt, aber ich denke mal, wir gucken jetzt mal, was bei der Antifa-Seite abgeht, oder? Ich weiß nicht, ob wir das tun sollten. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber wir sind jetzt auf jeden Fall kritischer gekleidet, nee, unkritisch. Unauffälliger. Ich weiß auch nicht, auf jeden Fall mit einer Maske, ich fühle mich damit auch echt gut, fühle ich mich. Masken sind super. Schutz. Gut, dann gehen wir los, ne? Ja, genau, wir sind einfach rumgelaufen, um nochmal ein paar Menschen anzusprechen, auf warum sie hier sind und was genau deren Motiv ist oder deren Hintergedanke. Ich gehe hin, weil ich noch nicht Fame bin und Angolan, also Michelle auch nicht. Deswegen gehen wir hin, fragen ein paar Leute und let's go. Let's go. Deine Fresse. Meine Frage ist, waren Sie gerade auf der Demo? Mhm. Und sie wissen auch, was da gebaut wird, also... Dieser Typ ist übrigens niemand Geringeres als Jörg Duden, der Mitgründer des LGBTQ-Kindergartens. Dessen war sich Michelle in der Situation aber null bewusst. Und wie finden Sie das? Gut. Gut. Warum? Ja, also ich wüsste nicht, was man dagegen haben kann. Naja, also vielleicht, dass der Vorstand ist, das wäre vielleicht so das Erste. Ja, aha. Also ich glaube, wir kommen hier nicht so richtig gut zusammen. Das ist mir ein bisschen zu... überfallartig. Ja, Sie können ja auch sagen, warum das eine gute Entscheidung ist, früh Kindern beizubringen, dass man alles und jeder sein kann. Na. Okay. Mhm. Gut, das war doch ein schönes Gespräch. Oder? Ja, dann wünsche ich einen schönen Tag, ne? Das hat der Herr Duden aber durchaus diplomatisch gelöst, muss man sagen. Lieber zu wenig als zu viel erzählen. Ja, dann haben wir auch eine junge Dame getroffen, die ihre Meinung preisgegeben hat und ich habe halt nochmal nachgefragt, warum es für sie okay ist, dass jemand vielleicht Pädophilie-Befürworter ist, weil er vielleicht ein Buch darüber geschrieben hat. Aber ist es für sie auf keinen Fall okay, dass die Demo von einem AfD-Mitglied angemeldet wurde? Worum geht es in diese Demo? Dass diese Kita irgendwie gebaut wird und der Vorsitzende der Schwulen- und Lesbischverein hat irgendwie ein Buch veröffentlicht wegen Pädophilie in den 80ern oder so. Man sieht auch, wie viele dafür stehen, so 20 irgendwie Spasten und 1000 Leute kommen, um dagegen zu demonstrieren. Deswegen. Also du bist auch dagegen quasi? Ja, also gegen den fucking Nazis auf jeden Fall. Und was würdest du zu den Leuten sagen, die es gerade zuschauen und sich heute auf diese Demo gefunden haben? Ich weiß nicht, dass man... Was für ein Argument würdest du sagen, wo du sagst, ach, das zum Beispiel, hast du so... Also, dass auch wenn irgendwie eine Person irgendwas falsch gemacht hat, heißt es nicht, dass es kein Safe Space geben soll für Schwulen und Lesbischen, also keine Ahnung, dass man wirklich dagegen protestiert und so ein Pedo-Schild hier, keine Ahnung, diese AfD-Vorsitzende, diese Beatrix von irgendwas, ich weiß nicht, ich finde es einfach krass. Ich wusste in dem Moment auch gar nicht, wer die Demo überhaupt angemeldet hat. Ich bin einfach hingegangen, weil ich für die Kinder auf die Straße gehen wollte. Und deswegen war ich an dem Tag da, um dass Kinder nicht schon von klein auf einfach ein Label aufgesetzt bekommen. Du bist lesbisch, schwul, anders. Du hast Eltern, die anders sind, deswegen bist du anders. Ich finde, wir sollten alle gemeinsam integriert werden und ganz zusammen leben. Und ja. Ich weiß nicht, ich finde es einfach krass. Ich finde, eigentlich sollen die nicht demonstrieren dürfen, finde ich. Wieso trifft man so eine Aussage? Ich verstehe es nicht. Das heißt ja irgendwo, dass sie auch ein kleiner Nazi ist, wenn sie die Meinung von jemand anderem überhaupt nicht kundgeben lassen will und diese Menschen auch nicht auf die Straße lassen will. Also ich finde das schon extrem. Findest du das? Ich spreche kein Deutsch. Ah, okay. Du sagst ja, dass es okay ist, wenn jemand einen Fehler macht und vielleicht Pädophilie befürwortet hat eine Zeit lang und jetzt zurücktritt. Warum? Nicht befürwortet, der hat ein Buch drüber geschrieben. Genau. Der hat ein Buch mit dem Titel Die Lust am Kind geschrieben.
Die Lust am Kind. Das ist der Buchtitel. Und das Schlimmste ist, der Inhalt des Buches ist noch viel kranker und perverser als der Titel und alles, was ich mir hätte vorstellen können. Der kindliche Teil einer pädophilen Beziehung erlebt und bewertet die sexuellen Seiten anders als der ältere, als sinnliche Freude, als narzisstische Bestätigung, aber nicht als Vergewisserung seiner Identität und Liebesbindung. Zitat Ende. Ja, richtig gehört. Lautmann behauptet, Kinder würden Sex mit Erwachsenen genießen. Allein diese Behauptung, wenn Sie mich fragen, sollte unter Strafe stehen. Hä? Ein Buch über irgendwas zu schreiben, ist doch nicht schlimm. Aber wie, warum bist du auf der einen Seite so offen? Wir werden immer als Pädophile irgendwie, like, es wird gegen den diskriminiert, ne? Weiteres Zitat. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, ist eindeutig keine pädophile Formel, sondern eine angstvolle Projektion. Vielmehr begegnet das Kind einem sexuell zurückgenommenen Erwachsenen. Die Kleinen sind insofern nicht unbedingt mit der vollen Gefühlslast erwachsener Sexualität konfrontiert. Die pädosexuellen Begegnungen zielt tatsächlich in vielen Fällen auf das, was Michael Sebastian Honig als das Ziel kindlicher Liebe bestimmt. Eine spielerische Zärtlichkeitsbefriedigung, die genitale Erregung nicht ausschließt. Zitat Ende. Es ist abstoßend, was da steht. Nicht vergessen, wir sprechen weiter über Kinder, über Schutzbefohlene, über unschuldige, reine Seelen. Und Lautmann bringt die Worte kindliche Liebe und genitale Erregung in eine direkte Verbindung. Noch eine Passage aus diesem abstoßenden Buch. Zitat, den Pädophilen, notabene den Echten, also denjenigen, die wir befragten, glaube ich, den Aufwand, mit dem sie sich um die Einwilligung des Kindes bemühen und die Ernsthaftigkeit, mit der sie ein Nein beachten. Wer ernsthaft die Antwort eines Kindes zu einer Sexualitätsfrage bewertet, ist nicht ganz richtig im Kopf. Der ist gefährlich. Irgendwie, like, es wird gegen den diskriminiert, ne? Homosexuelle? Gegen Homosexuelle. Leute sagen immer, dass sie Pädophile sind. Wer sagt das? Alle. Wer das denn? Ist, hä? AfD, alle. Wer sagt das? Alle. Das ist, hä? AfD, alle. Also ich habe noch nie... Du bist so du bist nicht informiert. Also ich muss dazu sagen, ich habe sehr viele Schwule in meinem Umfeld. Also Lesben tatsächlich nicht, aber wirklich auch in der Familie, die schwul sind. Und ich verstehe mich total gut mit denen. Und es sind für mich ganz normale Menschen. Das hat gar keine Relevanz für mich, welche sexuelle Orientierung diese Personen haben. Jedoch finde ich halt diese ganze Propaganda und in welche Richtung es geht, nicht richtig. Und das finden die Schwulen selber auch nicht richtig, weil es viel zu sehr in den Vordergrund gerückt wird, welche sexuelle Orientierung ein Mensch hat. Und ja. Ich finde es wirklich schade. Ich finde es wirklich schade. Bist du gegen Schwule und denkst, dass sie alle Pädophile sind? Ich habe so viele schwule Freunde. Oh, du kleine Nazi-Girl. Du kleine Nazi-Girl. Das ist so traurig, dass du so redest. Ich weiß nicht, warum jetzt alles, was nicht deren Meinung entspricht, in die Nazi-Schiene geschoben wird. Also es war ja schon immer so, aber ich finde, es ist noch mal extremer geworden. Es wird einfach gesagt, du stehst auf der Seite, deswegen bist du jetzt ein Nazi. Und ich habe kein Prozent deutsches Blut in mir. Ja. Ich habe Freunde, die sind genauso in deinem Alter wie ich. Freunde, das. Ey, ich finde es so traurig. Und verstehe nicht, wie ich dann einfach direkt in so eine Szene geschoben werde. Hi! Darf ich euch was fragen? Ja, frag mal. Ihr seid hier auch wegen der Demo? Ja. Genau. Und wie findet ihr das Ganze, dass diese Kita jetzt erbaut wird? Das ist super, dass die Kita gebaut wird. Das ist eine Kita für Toleranz, für Offenheit und für eine neue Generation. Und es ist vor allem auch ein klares Zeichen gegen den Rechtsradikalismus, den wir hier einfach mal ganz klar haben und der ja heute leider mit Fake News, mit Lügen, mit Hetze, mit Propaganda, mit Framing gearbeitet hat und Homosexualität, queere Lebensweisen plötzlich mit Pädophilie in Zusammenhang bringt, was nichts miteinander zu tun hat. Was ich sehe hier gerade, Omas gegen Rechts. Ja. Und ich möchte gerne was darüber erfahren. Ist es eine Bewegung? Was macht ihr? Wofür steht ihr ein? Ja, wir sind einfach stolze ältere Damen, die sich gegen Rechtsradikalismus einsetzen. Also was würden Sie eine Person sagen, der heute hier demonstriert hat? Was für ein Argument würden Sie da weitergeben, damit die vielleicht nachdenken? Ich glaube, die Leute, die heute von den Nazis hier da waren, die sind nicht mehr bereit nachzudenken. Bei denen ist es zu spät. Die Nazi-Demo war hier. Hier, ne? Okay. Ja. Vor allem in den USA ist es gerade sehr stark, dass gegen alle queeren Veranstaltungen gehetzt wird. Oder gegen jeden Kontakt von queeren Menschen mit Kindern. Also es gibt in den USA halt Leseveranstaltungen,
die von queeren Menschen gemacht werden, die sich an, halt mit Kindergeschichten auch an Kinder richten. This is the Drag the Kids to Pride event. Organizers promoted it as a family-friendly drag show. Wenn es normal ist, dass die Kinder die ganze Zeit mit Heterosexualität konfrontiert sind, aber sobald Kinder mal was anderes sehen dürfen, ist das ein Skandal. Es ist ja Quatsch, dass queere Menschen keine Kinder haben würden. Also es gibt viele Menschen, die entscheiden sich für eine Adoption. Es gibt viele queere Menschen, die entscheiden sich für eine künstliche Befruchtung. Es gibt viele queere Menschen, die haben sowieso auch heterosexuellen oder heterosexuellen Sex und bekommen dann Kinder. Also es ist nicht, es ist kein Widerspruch zu Fortpflanzung. Also ich wollte verschiedene Meinungen hören. Ich habe nur eine Seite gehört. Verstehe vieles nicht. Also ich denke nicht, dass das gut hier, dass diese andere Meinung gut hier vertreten werden kann, weil das wird total ganz schnell angegriffen, leider. Du kleine Nazi-Kuh. Also ich würde gerne eure Meinung dazu wissen, also was ihr dazu sagt, ob ihr dafür oder dagegen seid. Und schreibt doch mal in die Kommentare. Und ich möchte mich aufklären lassen. Ich möchte mich immer begeistern von neuen Ideen, Impulsen. Deswegen, aber ich behalte meine eigene Meinung für mich selbst. Ich glaube, ihr wisst auch, was es ist eigentlich. Genau, ja, sage ich mal genauso. Weil sonst kommen wir in die falsche Schublade, nicht wahr? Ich will nicht gefilmt werden. Nein, ganz ehrlich, Maske, wo ist deine Maske? Nein, es geht die Maske. Ja, wenn wir in diesem Video eins oft genug gesehen haben, dann ist es die Regenbogenflagge. Aus der Forderung, andere Sexualitäten zu respektieren, wurde mittlerweile ein Kampf gegen Kultur, Religion und Tradition. Und das geschieht nicht zufällig. Es handelt sich um eine gezielte Destabilisierung unserer Zivilisation, um dann eine neue gesellschaftliche Ordnung einzuführen. Eine neue Ordnung, die alles, wofür es sich zu leben lohnt, entgegensteht. Allem voran ist das Natürlichste und gleichzeitig Schönste auf der Welt in Gefahr: die traditionelle Familie. Wie absurd sind diese Zeiten, wenn deine Familie zu beschützen ein Akt der Rebellion ist? Die neue Kollektion Embrace Tradition ist unser Symbol, das du ab jetzt mit Stolz auf der Brust tragen kannst, um dich gegen die allzeit präsente Regenbogenpropaganda modern, aber mit Würde und Stil stellen kannst. Durch unser Black Friday-Angebot ist ab jetzt einmalig unser gesamtes Sortiment um 25% reduziert. Also ein guter Moment, um zuzuschlagen. Mit deiner Unterstützung ermöglichst du die umfangreiche Arbeit, auch die junge Generation zu inspirieren, frei und unabhängig zu denken. Mittlerweile sind es nur noch 84.000 Abonnenten, bis wir den zwangsfinanzierten woken YouTube-Kanal Funk überholt haben. Also, rauf da auf den Abo-Button. Arya, ja? Danke, dass du heute dabei warst. Ganz ehrlich, kein Problem. Er supportet auf jeden Fall den Arya auf seinem Kanal Luxusleben. Also ich mache nicht politische Sachen, aber heute wollte ich ein bisschen vloggen. Komm, er redet wieder zu viel. Folgt ihm einfach. Haben wir gar keinen Stress. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns übermorgen am Sonntag wieder. Eine Ketzer-Originalserie. In der nächsten Folge. Hey, ganz kurz, ich habe eine Frage. Kann es sein, dass Sie, laden Sie auch die Videos auf TikTok hoch? Ja, ja. Kann es sein, dass Sie da auch mal sowas gesagt haben, wie ich identifiziere mich als schwarz? Als Chinesin, als schwarz, ja, ja, doch auch. Da war diese hübsche Blonde dabei. Dann habe ich sie gesehen da schon. Ja. Willkommen im Club, ja. Ne?